Hi, ich bin David, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video. Vivi und ich haben erstmal gerade schön gefrühstückt. Wir haben hier auf dem Campingplatz nämlich einen Wecker gehabt. War gut. Jetzt sind wir gerade ein bisschen am Spazieren, gucken uns hier die Gegend noch mal ein bisschen an. Gleich müssen wir schon das Zelt und alles abbauen. Aber wir lassen es erst gerade noch ein bisschen trocknen, weil es heute Nacht heftigst geregnet hat. Ja, dann fahren wir zum Marinemuseum und dann von dort aus geht's nach Berlin. Nice. Sieht schon nice aus, ne? Wir waren jetzt ungefähr 20 Minuten oder so spazieren. Jetzt geht's daran, das Zelt abzubauen. Ja, lass uns starten. Das Zelt ist abgebaut, alles schön hinterlassen hier. Den Müll packen wir noch weg. Die Wasserflaschen nehmen wir mit. Wir packen jetzt gerade das Auto so ein bisschen um, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann geht's los zum Marinemuseum. So, wie ihr seht, heute bin ich mal der Fahrer. Wir fahren jetzt ins Marinemuseum und wir treffen uns noch mit jemandem. Und zwar mit It's Nico. Kennt ihr vielleicht auch von YouTube? Wenn nicht, check mal ab. Was geht ab, Pi? Ja, sicher. Ist ja 8 Meter groß einfach. Ja, Nico ist jetzt da. Wir stellen uns jetzt an. Mal gucken, wie lange es dauert. So, die Tickets haben wir. Gleich geht's los. Das ist mein Outfit, wenn ich samstagabends losgehe. Sowas baue ich in meiner Freizeit. Sieht schon geil aus. Das waren früher Waffen. Noch ein kleines Breakdance-Tutorial. Das ist der letzte Beyblade, der mir noch in der Sammlung fehlt. Ich habe hier gerade was Interessantes gefunden. Eine 38 cm Granate. Ja, die möchte ich jetzt nicht unbedingt ins Gesicht bekommen, ehrlich gesagt. So, jetzt sind wir draußen angelangt. Hier wird jetzt komplett krank. Das ist eigentlich, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Hier erstmal so ein Geschütz. Das ist fast so groß wie du, Nico. Hier nochmal das Mega-U-Boot. Das ist ja so heftig einfach nur. Und hier das Wasser, das ist so krass. Wir gehen jetzt auf das erste kleine Schiffchen. Berührung verboten. Fuck the system. Wilhelmshaven, meine Perle. Vivi, meine Perle. Vivi schreit hinein. Das ist mein persönliches Schiffshotel. Oh, hier fühlt sich Vivi wohl. Hier gehört sie hin. Küche, 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 Küche. Alles gut? Ja. Kopf runter. Scheiße, ey. Oh, die Seemannsknoten. Alle Seemannsknoten. Ah, krass. Hier sind so Bettchen. Ah, nee. Also, ich bin jetzt hier im Rundgang wieder ganz normal. Das sieht auch interessant aus. Boah, du kannst so gut Lenkräder drehen, Vivi. Du bist ja echt die Beste drin, einfach nur. Hier am Steg wurde früher Splashdiving geübt, so mit Saltos und so. War wirklich so, Vivi, ne? Ja. So, ab geht's aufs nächste Schiffi. Vivi, erklär mal irgendwas hier. Das sind Behältnisse, wo die Bomben früher drin waren. Dort haben sie sie gelagert. Und wenn es dann soweit war, um sie rauszulassen, mussten sie halt quasi nur den Deckel auf und dann sind sie abgezischt. Waren das auch so geile Bomben wie du? Absolut. War cool, die haben jetzt extra ein Kissen hingemacht, damit Nico sich nicht gleich den Kopf stößt. Hier könnte man so Livestreams machen und Radioaufnahmen tätigen. Ich glaube, wenn man so ein Ding ins Gesicht bekommt, tut das vielleicht weh. Die kleinen Schiffchen, kann man fast sagen, haben wir jetzt hinter uns. Die waren zwar gar nicht so klein, aber im Gegensatz zu dem, wo wir jetzt drauf gehen, waren das Babyschiffe. Ich liebe Deutschland. Boah, guckt euch das Viech einfach mal an, Alter. Irgendwie bei solchen Schaltern muss ich habe immer Bock, die irgendwie zu bewegen. Wie hoch ist das? Ne, ich schätze mal, das Ding ist insgesamt so 60 Meter. Nico ist einfach so groß wie das Schiff fast wirklich. Wie daneben. Da ist einfach ein Raketenwerfer auf diesem Teil. Hä? Hauptsache, Werbung für Playboy, Digga. Was ist das, Vivi? Kannst du dazu noch was sagen? Das ist ein Raketenstarter. Sicher? Yep, steht da. Was machen Sie da? Ich stoße mir gleich den Kopf wieder. Ich glaube auch. Wir sind durch. Wir müssen jetzt zum Auto, weil sonst die Parkgebühren etwas höher werden. Danach treffen wir uns mit Nico nochmal beim Imbiss, genau. Auf jeden Fall mampfen wir dann erstmal was Schönes. Checkt auf jeden Fall auch seinen Kanal ab. Er hat jetzt letztens sein 3000 Abonnenten-Special gedreht und hat heute auch ein bisschen noch gefilmt. Das wird bestimmt auch mega cool. Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Nach 100 Jahren haben wir einen Parkplatz gefunden. So, wo ist das? Da? Ja, ah, okay. Ja, dann lass uns reingehen. Essen ist gekommen. Ich bin gerade super glücklich. So ein saftiger Pöhner. Geht einfach immer. Vivi, Pizza Margarita. Aber wieso ist bei dir Oregano drauf und bei dir nicht? Beschwerde geht raus. Wir sind mit dem Essen durch. Ich bin richtig satt. Nico, ich glaube, wir müssen uns an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, man sieht sich wieder. War cool. Wir fahren jetzt los nach Berlin. Wir sind ungefähr noch 5 Stunden unterwegs. Das heißt, wir sind erst gegen 20.30 Uhr ungefähr in Berlin. Aber ich werde die meiste Zeit schlafen. Der Abschied.
fiel uns schwer. Und wir sitzen jetzt im Auto und brettern jetzt los. Das wird eine lange Fahrt. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Vivi und ich haben jetzt ein kurzes Päuschen eingelegt. Vivi hat eben schon ein kleines Ründchen geschlafen. Wir sind schon fast 2 Stunden unterwegs auf jeden Fall. Läuft auch noch gut, ich bin noch recht fit. Also 1-2 Stunden schaffe ich auf jeden Fall noch zu fahren. Wir sehen uns in Berlin. 3,5 Stunden bin ich jetzt Auto gefahren. Und ich bin echt nicht mehr konzentriert. Deswegen haben Vivi und ich jetzt gesagt, wir wechseln den Fahrer. Hallo. Wie lange fahren wir noch ungefähr? 1:45 oder so, ne? Dann haben wir es für heute geschafft. Ich freue mich auf das Hotelzimmer, auf die Dusche. Ist so, ey. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt im Hotelzimmer. Wir haben ein recht günstiges Hotel gefunden. Ist etwas altmodisch eingerichtet, aber an sich voll gut. 50 Euro pro Nacht. Ich zeig's euch jetzt einfach mal. Man kann nicht meckern. Sieht erstmal okay. Recht großer Raum tatsächlich. Hier ein schöner Spiegel. Ist halt so ein bisschen, wie gesagt, altmodisch. Holzoptik. Hier Fernseher. Hier ein kleiner Sessel. Auch sehr nett. Das Bettchen. Und hier ist auch noch recht viel Platz tatsächlich, das ist auch cool. Und das Badezimmer ist auch okay, das ist recht klein auch. Dusche natürlich, naja, mini. Ja, ist alles recht simpel gehalten, aber ist okay. Und jetzt kommt das Highlight. Wir haben einen kleinen Balkon mit Blick auf den Fernsehturm. Das reicht jetzt auch für heute. Der Tag war echt anstrengend. Morgen hat Vivi Geburtstag, das wird ein richtig schöner Tag, glaube ich. Wir beenden diesen Vlog an dieser Stelle. Viel Auto gefahren, viel gesehen. Kaputt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, trotzdem natürlich einen Daumen nach oben, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Alle abonnieren.